dröhnende Motoren. Benzingeruch in der Luft. Halt, nein. So läuft es nicht ab im IK-Center Mainfranken-Motodrom Würzburg. Die Karts hier fahren nämlich rein elektrisch und das ist in einer Halle auch durchaus sinnvoll. Während es draußen nämlich regnet, drehen die Teilnehmer des Möllermann Lift Kart Cup hier ihre Runden. Wir sind seit vielen Jahren Förderer von Andreas Pfister, haben in der Zusammenarbeit in der Besprechung letztes Jahr festgelegt, dass wir dieses Mal einen Kart Cup durchführen. Verschiedenste Firmen dazu eingeladen aus unserem Kundennetzwerk und tragen heute das Finale aus. Die letzten Tage gab es Vorläufe hier für unseren Würzburger Kundenkreis und letzte Woche den Fulda-Kundenkreis auf unserem Gelände in Fulda. Heute also das große Finale. Und im Qualifying geht es für die 16 Fahrer erstmal darum, eine schnelle Runde zu fahren, um später beim Start so weit vorn wie möglich zu stehen. Aus den anschließenden zwei Rennen mit je 8 Fahrern qualifizieren sich jeweils die besten 3 fürs Finale. Und dort kämpfen dann also 6 Fahrer um den ersten Möller Manlift Kart Cup. Doch natürlich steht der Spaß für alle an erster Stelle. Es ist toll, dass wir mit den Kunden außerhalb des Alltagsgeschäfts in unserem Netzwerk mal 2 Sätze auch auf privater Ebene sprechen können. Nebenbei ein bisschen Kart fahren, was trinken, was essen, Spaß haben. Am Ende noch einen sportlichen, fairen Wettkampf zu haben. Finden alle gut, finden alle toll. Und das sehen auch die Teilnehmer so. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall sehr spaßig und ja, man lernt auch viele Leute kennen, also macht Spaß. Hat Spaß gemacht. War echt gut, war mal was anderes. Cool, ja, mal was anderes. Auch mit Arbeitskollegen mal, auch mal privatmäßig was zu machen. Trotzdem geht es im Finale auf ordentlich zur Sache. Es wird um jede Position hart gekämpft. Jeremy Wagner allerdings bekommt davon nur am Rande mit. Er gewinnt am Ende mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg. Ich hatte eigentlich erst Schiss, ganz ehrlich, weil die anderen sehr schnell waren. Und dann habe ich gemerkt, doch, ja, die haben sich viel gekabbelt, bin weit weggefahren. Voraus und dann war es eigentlich schon relativ klar, würde ich mal sagen. Klar ist auch, nächstes Jahr wird es wieder einen Möller Manlift Kart Cup geben. Ja, das Resümee der Teilnehmer ist großartig. Bedingungen sind gut, wir sind wetterunabhängig. Somit steht heute schon fest, dass wir das im nächsten Jahr wieder austragen werden.